Hi Leute, heute gibt es wieder ein super Trexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Trexperimentiertisch auf dem Weg zu Günther. Günther ist Ziegenbauer, hat einen riesen Bio-Ziegenhof mit Milch, Käse, alles was es so gibt. Und ich bin hier irgendwo nirgendwo im tiefsten Bayern, ehrlich gesagt keine Ahnung wo genau. Und ob das Trexperiment irgendwas mit Ziegen, Milch oder Käse zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt, was heute passiert. Auf Günthers Biohof leben über 300 Ziegen. Klingt nach ganz schön viel Stress. Hallo. Ja, servus. Servus. Grüß dich. Hallo Günther. Bauen wir den Tisch auf? Schaffen? Ja. Und rum auf das Megafon. Schutz drin. Gut. Zack. Erzähl mal, was ist denn das heutige Experiment? Worum geht's? Bevor ich dir sage, was du überhaupt tun darfst, musst du zuerst zwei Dinge besorgen. Erst besorgen und dann sagst du mir, was ich damit mache. Ja. Du besorgst mir als erstes ein kleines Zicklein. Also eine junge Ziege. Ein Zicklein? Ja. Ein Tier? Ja. Ein lebendes Zicklein? Ja. Und als zweites brauchst du mal einen Wolf. Willst du mich veräppeln? Ja, doch. Einen Wolf. Entschuldigung, Wölfe beißen und ich kann jetzt nicht in den Wald gehen, pfeifen und dann kommt ein Wolf angerannt, der mir zahm hinterherläuft. Wo soll ich denn einen Wolf herkriegen, ey? Ist das mein Problem oder deins? Aha, okay. Also Wolf, Zicklein und Günther besorgt noch ein bisschen Heu. Also irgendwie geht's hier ums Fressen, würde ich sagen. Aber was soll das denn für ein Experiment werden, Günther? Und wo kriege ich einen Wolf her? Ich meine, ich kann natürlich im Zoo fragen. Im Zoo, im Tierpark einfach. Da gibt's Wölfe. Ich ruf gerade echt im Zoo an und frag, ob die mir einen Wolf leihen. Hallo, Checker Tobi hier. Guten Tag. Ich wollte fragen, ob ihr Wölfe habt und ob ich mir einen Wolf ausleihen darf vielleicht. Ja, einfach aufgelegt. Ja, einfach aufgelegen. Könnte jeder herkommen und sagen, ich brauche mal einen Wolf. Ja, der nächste kommt nur, ich brauche eine Giraffe oder was? Soll ich dir einen Tipp geben? Wenn du einen hast, wäre das famos. Im Ort ist eine Frau, die hat einen Hund und der sieht sehr gefährlich aus. Die geht immer am Vormittag so, geht sie da hinten am Wald, geht sie spazieren. Da hinten an dem Waldrand, oder was? Ja, ja, schau mal. Dann renne ich da jetzt hin und guck, dass ich den Wolf finde. Viel Glück. Danke. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich laufe hier irgendwo im Nirgendwo durch den Wald und suche nach einem Wolf. Obwohl? Nee, krass. Leute, guckt mal. Ich glaube, ich hab sie. Ey, Günther hatte doch recht. Komm mal mit. Sieht ja echt aus wie ein Wolf. Guten Tag. Ich bin der Leo. Hallo, Leo. Und wer ist das? Alpha. Alpha. Was für eine Rasse ist denn das? Tschechischer Wolfshund. Ach, tatsächlich ein Wolfshund. Wahnsinn, ey. Und es geht um Folgendes. Ich soll heute irgendein Trexperiment lösen, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Aber ich muss einen Wolf besorgen. Und Günther hat gesagt, er würde euren Hund gelten lassen. Jetzt ist die Frage, ob ihr heute ein bisschen Zeit habt und mir helfen wollt und mitmacht. Ich denke schon, oder Leo? Was meinst du? Ja. Ja, macht ihr? Wir machen mit. Ja. Ey, das wäre so cool. Die Alpha sieht echt aus wie ein Wolf. Wie krass. Der tschechische Wolfshund ist eine Mischung aus Schäferhund und einem echten Wolf. Günther! Unser Wolfshund. So, Wolf habe ich. Und Zicklein brauchen wir noch. Das hast ja sicher du, oder? Als Ziegenbauer? Ja? Dann gehen wir mal in den Stall. Such mal. Im Stall. Sind das schon kleine Babyzicklein? Ja, noch, geh noch einen Schritt weiter vor. Da sind die kleineren. Schau mal da. Jetzt da. Gott, sind die süß. Da kannst du mal jetzt eine aussuchen. Eine von denen soll ich mir jetzt einfach aussuchen, ja? Welche dir am besten zusagt. Guck mal, die mag mich. Wir verstehen uns doch gut. Kann ich die hochheben? Ja. Einfach hier so greifen, oder? Oh ja. Hast du Bock mitzumachen? Ein Mädchen nimmst ein du also Mädchen. Mit. Also gut, dann nimm ein Mädchen mit. Wie heißt denn unser Mädchen? Wir müssen einen Namen noch geben. Die hat noch keinen Namen. Mathilde? Wie du willst. Dann nennen wir sie Mathilde, würde ich sagen. Dann heißt sie ab heute Mathilde. Mathilde! So, jetzt. So, jetzt. Hier, Mathilde. Alpha. Nicht zu nahe. Ja. Oh oh, ich glaube, Alpha hat heute noch nicht gefrühstückt. Machen wir mal vorsichtig. Aber jetzt haben wir alle. Jetzt erklär mir bitte endlich, was ist das Experiment? Das Experiment sage ich dir am Fluss. Am Fluss. Mitten im Winter. Ja, denn? Ich habe da schon was vorbereitet. Die Kiste hier? Die Kiste, ja. Da kannst du mal die kleine Ziege reintun. So, Mathilde, Achtung, in deinen Ministall. Na komm. Weil so. Jetzt wird es dann langsam etwas gefährlich. Gefährlich wird's? Allerdings. Alpha guckt irgendwie immer hungriger. Auf Mathilde. Ja, wer dir gesagt, du sollst zwei Dinge besorgen? Ja. Das dritte habe ich noch besorgt. Hier ist noch Fressen für die Ziege.
Das gehört auch dazu, ja? Das gehört der Ziege, ja. Das ist ein Heu. Aha. Das sind jetzt 1, 2, 3 Dinge. Ja, hab ich gesehen. Und dein Experiment ist jetzt, du musst alle drei Dinge auf die andere Uferseite bringen. Aha. Aber du darfst immer nur eins transportieren. Nie zwei gleichzeitig? Immer nur eins. Und alles muss unbeschadet auf der anderen Seite ankommen. Okay, das ist mein Experiment. Ja. Also meine Aufgabe ist, das Heu, unsere Ziege und den Wolfshund in diesem Boot auf das kleine Inselchen da zu bringen. Genau. Ich darf immer nur einen Gegenstand, also ein Tier oder das Heu einzeln in dem Boot transportieren. Richtig. Und alles muss halt unbeschadet drüben ankommen. So ist es. Eins ist klar, ich muss erstmal so schnell wie möglich Alpha von Mathilde trennen. Sonst passiert hier ein Unglück. Und mit Mathilde fange ich an. Nein. Wieso denn? Noch nicht. Du siehst ja, wir haben hier Wasser, das ist tief und es ist auch kalt hier. Ja. Da müssen wir noch kleine Sicherheitsmaßnahmen einbauen, dass niemandem was passiert. Also ich habe die Wasserwacht organisiert. Hast du nicht? Ja doch, die kommen, ja, die kommen, ruf sie mal, dann kommen sie. Wasserwacht, einmal hierher bitte. Wasserwacht. Die kommen ja wirklich. Guten Tag. Guten Tag. Ihr bringt Schwimmwesten und passt auf, habe ich gehört. Ja, genau. Top. Aber völlig richtig. Eiskaltes Wasser im Winter kann echt gefährlich werden. Jetzt aber los. Ja. Mit Mathilde fange ich an. Okay. Wolfshündin Alpha lässt sich auch kaum mehr bremsen. Du eigentlich direkt hier hinter mich stellen, oder? Ja, wie du willst. Wasserwacht schiebt. Guck mal, wie das hier geht. Ja. So. Mathilde, dir geht's gut, oder? Erste Bootsfahrt gut überstanden? Sehr schön. Und das erste Teil des Experiments haben wir auch schon geschafft. Nur noch schnell das Heu holen und den Wolfshund, sind wir schon fertig. Was möchtest du als nächstes machen? Ich bring's Heu rüber, glaube ich. Und dann bin ich gleich wieder da. So wie Günther gesagt hat, ich bringe immer nur einen Passagier ans andere Ufer. Soweit läuft ja alles nach Plan. Und Mathilde, du bleibst schön im Stall, nicht ausbüchsen. Jetzt fahr ich nochmal zurück, hol unseren Wolfshund und dann habe ich es schon geschafft. Bist du wieder da? Ja, klar. Danke. Unser Heu ist auch drüben. Ja? Jetzt brauchen wir nur noch Alpha. Leo, fährst du mit uns mit, oder? Ja. Und dich nehme ich auch gleich mit. Weil der Günther muss als Checkspermentestelle natürlich bestätigen, dass das Checkspermment gewonnen ist. Also steigen wir alle einmal ein und dann fahren wir rüber. Jetzt schau mal, Tobi. Ah, und? Tobi. Jetzt noch Alpha ausladen, dann habe ich gewonnen. Stopp. Was denn? Schau mal, die Ziege hat Heu aufgefressen. Oh nein! Von wegen letzte Fahrt. Ich hab gesagt, unversehrt. Alle drei auf die andere Seite unversehrt. Dann packe ich jetzt Mathilde ein. Wir fahren alle zusammen zurück und dann fange ich von vorne an, okay? Neuer Versuch, bitte. Neuer Versuch, okay. Das ist alles, was übrig ist, oder was? Du gefräßige Mathilde! Das habe ich natürlich überhaupt nicht bedacht, dass Mathilde hier den anderen Gegenstand aufessen kann. Und dann ist es unversehrt natürlich nicht mehr gegeben. Hast du? Ich hab sie. Hätte ich mir aber auch gleich denken können. Klar, dass Mathilde aus dem Stall ausbüchst und klar, dass sie dann auch noch das Heu wegfuttert. Warte mal, also Mathilde frisst das Heu auf, deshalb dürfen die nicht zusammen da drüben sein. Also nehme ich jetzt Mathilde wieder mit und dann hole ich einfach Alpha hinterher und erst zum Schluss das Heu. Ha! Laden wir gleich wieder ein. Sicher? Ja, 100 pro, klar. Mathilde, aufpassen. Hoppala! Guck mal, das geht ja wie am Schnürchen. Vorletzte Fahrt. Einmal noch das Heu holen und dann haben wir es nämlich. Leo, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Alpha irgendwie hier rauskriegen. Das würde ich aber nicht machen. Wieso? Weil sie ist ja ein Wolfshund und ich wäre mir nicht so sicher, ob sie da die Mathilde nicht frisst. Das stimmt natürlich. Und die ist noch wichtiger als das Heu. Ja, das ist wahr. Heu kann man ersetzen, Mathilde nicht so einfach. Also du würdest Alpha jetzt nicht mit Mathilde allein lassen? Mhm. Oh Mann, ey, dann müssen wir
Das ist echt voll das Gedächtnisding hier. Ja, da müssen wir einfach, da müssen wir Alpha wieder mit zurücknehmen und neu überlegen, weil das geht ja wirklich nicht. Was passiert? Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Also am Ende ist unsere Mathilde angeknabbert. Und das ist auch nicht besser, als wenn das Heu weg ist. Ist sogar noch viel schlechter. Viel schlimmer. Ja, viel schlimmer. Genau. Weil die Mathilde ist ja ein Lebewesen. Genau. Genau. So, und was machst du jetzt? Ich kann natürlich das Heu zuerst rüberbringen. Aber in dem Fall lasse ich unseren Wolfshund und das Zicklein hier alleine an dem Ufer. Passiert genau das Gleiche. Oder ich bringe Alpha zuerst rüber, unseren Wolfshund. Aber dann bleiben hier Mathilde und das Heu wieder alleine. Also es gibt keine Konstellation, in der nicht an irgendeinem Punkt irgendwas zu Schaden kommt. Ich glaube, du brauchst jetzt mal eine kurze Pause. Komm einfach mal wieder runter. Du schaffst es schon. Das Experiment kriegst du bestimmt hin. Also, es gibt eine Lösung, ja? Es gibt eine Lösung, 100%. Und Günther meint, die finde ich, wenn ich mir den Fluss aufmale und dann mit Figuren alle Möglichkeiten durchspiele. Aber egal, wen ich zuerst auf die andere Seite bringe, immer wird entweder das Heu oder sogar die arme Mathilde gefressen. Ich fahre ja immer hin und her. Rüber und zurück. Immer hin und her. Du fährst immer hin und her. Du hast dir die Lösung fast schon selber vorgesagt. Was will er mir denn damit jetzt sagen? Natürlich fahre ich hin. Wow, 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 wow. Hin und her. Hin und her. Heißt das, es ist erlaubt, auch was mit zurückzunehmen? Ich habe nie gesagt, dass es nicht erlaubt ist. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe es. Aber ich brauche jetzt einen kurzen Moment. Also. Das war der entscheidende Tipp. Ich kann natürlich auch einen Passagier wieder mit zurücknehmen. Ah, super, ihr habt ja die Ziegel schon wieder zurückgeholt. Fantastisch. Heu haben wir, Wolfshund haben wir, Ziege haben wir und ich habe den Plan. Ich glaube, ich habe die Lösung rausgefunden. Und die Weste. Jetzt legen wir einfach los und ich starte hiermit das Checkexperiment. Wir fangen an mit unserer Ziege. Okay, so weit war ich vorhin schon mal. Aber da habe ich auch immer nur alles in eine Richtung transportiert. Nächster Schritt, Heu rüber. Die kriegst du nicht. Und dich laden wir nämlich jetzt wieder ein. Und genau das muss es sein. Wenn ich Mathilde jetzt wieder mitnehme, kann sie das Heu nicht fressen. Mathilde raus, Alpha rein. Komm her. Alpha, hier. So, Leo, pass gut auf Alpha auf. Auch, dass sie das Heu nicht frisst. Und ich komme gleich mit dem Zicklein wieder. Nee, oder? Und jetzt kommt Mathilde zum zweiten Mal ins Boot. Manchmal muss man einfach um die Ecke denken. So. Der Günther muss das zwar noch bestätigen, aber ich bin der Meinung, ich habe ein Zicklein, einen Wolfshund und Heu unversehrt von einem Ufer ans andere gebracht, ohne jeweils mehr als eins gleichzeitig zu transportieren. Günther, hat das Experiment gewonnen oder nicht? Das war ein sehr schweres Experiment, aber du hast es wieder mal geschafft. Yes! Respekt! Leo, super, wir haben es hingekriegt. Das heißt, Mathilde, du darfst endlich was fressen. Hier, komm her. Alpha, für dich habe ich auch noch was. Leckerli. Das ist super gemacht. Und ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal.